Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2, dem DLC Dunkelheit in der Hauptstadt. Wir befinden uns gerade in der Nebenmission Sturm in der Unterwelt. Abinus Heimei hat uns hier hingeschickt, eine Mission direkt aus dem Interim heraus. Wir sollen hier nämlich nach Domans negativer Energie Ausschau halten, die sich hier scheinbar breit gemacht hat, und diese endgültig vernichten. Gleich dafür wurde uns auch scheinbar direkt am Anfang der Mission ein Kamerad an die Seite gestellt, der sich wohl auch darum kümmern möchte. Und ich sag mal so, gegen Hilfe ist ja nie was einzuwenden, ne? Schauen wir mal, wie gut wir da jetzt... Guck da. Wie gut wir da jetzt gegen die Gegner zurechtkommen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ah, einer der Unterweltsoldaten. Oh. Mini-Krabbe. Ha. Ah, da ist er ja schon. Was? Oh. Ei, 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 ei. Halt ihn mal kurz hin. Das wäre ganz nett von dir. Danke! Feuer! Oh Mann, ich habe das Gefühl, da hat doch ein paar neue Skills dazu gelernt. Kann das sein? Egal. Bam! Haha! Kommen jetzt nochmal die 8 Blitzgötter. Ja, ich habe schon damit gerechnet. Au, au. Okay, wenigstens konnte ich ihn zum Staggern bringen. Das hat mir wichtige Zeit zum Heilen gegeben. Jo! Alter, was war das denn jetzt für eine heftige Explosion? Oh shit. Halt. Au. Ja, genau. Was zum Teufel, Alter. Okay. Noch hält er ihn gut in Schach. Gut. Bin wieder da. Let's go! Alter, ey. Dieses einfache Blitzgewitter von dem. Zum Glück ist meine Heilung so dermaßen okay. Bam! Nix endet hier, wir haben es geschafft. Ganz genau, durchpowern. Und schon ist es vorbei. Nice! Ja. Nice. Oh! Und direkt ein neuer Schutzgeist, besessen von Janomecho durch Geistteilung. Janomecho, Janomecho. Cool. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass diese Mission ein bisschen länger dauern würde.
Naja, egal. Früher einmal teilten Doman und ich den Wunsch, die Hauptstadt zu beschützen, aber als er von einem fehlgeschlagenen Zauber übel verbrannt wurde, entwickelte er einen Hass gegen diese Welt und widmete sich eher unorthodoxen Künsten. Ich bin dir für das, was du getan hast, sehr dankbar. Ich wünschte nur, dass noch ein klein wenig Gutes in meinem ehemaligen Gefährten hätte gerettet werden können. Oh, auch unserem überraschenden Verbündeten Fürst Tairano Korehira gebührt mein Dank. Jetzt empfinde ich keine Reue mehr. Ich muss jetzt nur noch auf eine ganz bestimmte Person warten. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass diese Person auch bald im Interim eintreffen wird. Wäre sonst merkwürdig, wenn nicht. Soll ich jetzt schon einfach nur wegen Ho-Oh mehr in Ausdauer investieren? Um demnächst eventuell noch Ho-Oh ausrüsten zu können? Oder soll ich weiterhin bei Ho bleiben? Na, ich bleibe erstmal bei Ho. Ansonsten, Illustrationen, Yokai-Illustrationen, da, genau, haben wir ja jetzt zwei Bosse ein weiteres Mal besiegt, oder zumindest einen Dämonenboss haben wir ein weiteres Mal besiegt, genau. Blitzgötter von Yomi, die Namen der 8 Blitzgötter lauten wie folgt: Okatsuchi, großer Blitz, Honoikatsuchi, Feuerblitz, Kuroikatsuchi, schwarzer Blitz, Sakui Katsuchi, reißender Blitz, Wakai Katsuchi, junger Blitz, Tsuchii Katsuchi, Erdblitz, Narui Katsuchi, brüllender Blitz und Fusui Katsuchi, verborgener Blitz. Jeder symbolisiert eine Facette des Blitzes. So heißt es zum Beispiel, dass Honoi Katsuchis Blitze Feuer entzünden, Sakui Katsuchis Blitze Bäume spalten und dass Fusui Katsuchi sich in dunklen Wolken verbirgt wie die Blitze, die manchmal urplötzlich den Himmel erleuchten. Das ist auch interessant. 8 Blitzgötter für jeden Aspekt des Blitzes einer. Ha. Cool eigentlich. So, Schutzgeist-Illustrationen. Yanomecho, ein menschenähnlicher Schutzgeist mit den Flügeln und Fühlern eines Schmetterlings. Die Yanomecho soll eine starke Verbindung zum Tod und zur Seele besitzen. Außerdem sagt man, dass jeder, der ihren wahren Namen ausspricht, stirbt. Oh. Daher wird sie Yanomecho genannt, der Name einer Schmetterlingsart, die auch als Blaukernauge bekannt ist. Samurai beteten oft zu ihr, bevor sie in die Schlacht zogen. Sie glaubten, dass sie denjenigen große Kraft verleihen würde, die ihr Leben für die Ehre aufs Spiel setzen. Okay, und jeder, der ihren wahren Namen ausspricht, stirbt? Holy shit. Mit anderen Worten, sie ist quasi Rumpelstilzchen, die Hardcore-Variante. Die bringt dich sofort um, sobald du ihren wahren Namen rauskriegst und die sagt dann nicht einfach nur, das hat dir der Teufel gesagt und verzieht sich dann. Eieiei. Okay. Tairano Korehira ist ein militärischer Befehlshaber aus der mittleren Heian-Zeit. Er ist ein mächtiger Krieger der Minamoto no Yorimitsu und auch dem Gouverneur von Ise ebenbürtig gewesen sein soll. In späteren Jahren gewann sein Clan in jener Region an Macht, brachte schließlich den berühmten Taira no Kiyomori hervor und wurde als Ise Heishi bekannt. Viele Zweige des Taira-Clans führen ein Schmetterlingsmotiv im Wappen und auch Korehiras Clan ist da keine Ausnahme. Der Schmetterling ist ein elegantes, edles Wesen, aber auch ein Symbol für Tod und Wiedergeburt. Er ist als Wappenzeichen sehr beliebt, repräsentiert er doch die Tapferkeit des Kriegers im Angesicht des Todes. Korehira reist allein nach Ise, als er spürt, dass etwas Finsteres im Gang ist. Er schließt sich mit dem Protagonisten zusammen, der nach Ashiya Domans Geist sucht und berichtet dem Protagonisten von der großen Katastrophe, der das Land einst anheimfiel. Nach dem Sieg über Doman schwört Korehira, Ise weiterhin zu beschützen und teilt seinen Schutzgeist mit dem gleichgesinnten Protagonisten. Nice. Hütte umgestalten, genau, jetzt können wir Yanomecho noch dazu holen. Auch interessant. Mal ganz was Neues. Dieses Mal haben wir zwar leider nicht seine Gedanken mitgeteilt gekriegt durch die Geistteilung, aber naja, sehr interessant, ne? Hat was Mysteriöses, aber gleichzeitig halt auch Beängstigendes. Dass man ihren wahren Namen nicht kennt und sobald man den ausspricht, stirbt man? Heißt das nicht auch theoretisch, dass man, wenn man ihren Namen aus Versehen ausspricht, man dadurch auch stirbt? Ist jetzt nur so ein Gedankenspiel. Ich will nur die Regeln dahinter wissen. Ein Spielergolf in 218 Ruhm. Nice. Ne, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einfach, falls ihr Name aus, keine Ahnung, einer Aneinanderreihung von bestimmten Silben besteht und ich spreche diese Silben zufällig irgendwann mal direkt hintereinander aus, zählt das?
Keine Ahnung, es ist einfach nur so ein kleines Gedankenspiel, das mir dadurch jetzt eingefallen ist. Weil es ist beängstigend, ne? Stellt euch mal vor, ihr sagt wirklich aus Versehen die richtigen Silben in der richtigen Reihenfolge und bam, weg seid ihr. Das Letzte, was ihr seht, ist halt diese junge Frau in Schmetterlingsgestalt, also, ne, mit Schmetterlingselementen und dann zack. Schon ein bisschen gruselig, der Gedanke, muss ich sagen. Also, grenzenloses Chaos. Sollen wir für diese Mission noch abschließen? Was sollen wir hierfür noch schaffen? Die Dämonenjäger. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich grenzenloses Chaos abschließe, ergibt sich daraus ja noch irgendeine andere Mission, ne? Wir werden einfach mal sehen. Oder wenn wir der süße Duft der Pflaumen auch noch abschließen. Wir gucken einfach mal, was uns erwartet. So, auch von Abinus Seime. Auch wenn Doman nicht mehr unter uns weilt, wurde eine verdächtige Gestalt gesichtet, die sich zusammen mit Yokai auf dem Palastgelände herumtreibt. Ich habe meinem Meister geschworen, die Hauptstadt zu beschützen. Ich kann nicht zulassen, dass das Chaos zurückkehrt. Einer der vier Wächter, Urabinus Suetake, ist schon zum Palast aufgebrochen. Könntest du dich ihm und seinem treuen Bogen anschließen, um dieser Sache auf den Grund zu gehen? Alles klar. Machen wir. Let's go. So. Hi! Alright, let's go. Da ist er schon direkt, der gute Mann. Dann fangen wir mal an. Ich nehme mal an, das wird wieder eine Abkürzung sein. Okay, vielleicht auch nicht. So wie das zugesperrt ist, sieht es eher nach einem Weg aus, den ich generell gar nicht gehen soll. Okay, und wir sollen uns hier jetzt noch einmal durch die Höhlen unter der Hauptstadt schlagen. Schön. Schützenbogen. Bam. Oh. Hab zur Hälfte damit gerechnet, dass uns der Ochsenkarren auch noch einmal hört oder sieht, bevor wir auf Sicherheitsabstand gehen können. Bam. Wow, nice. Ich habe es tatsächlich sogar noch geschafft, seinen Amrita-Kern rauszuprügeln. Obwohl ich das ja eigentlich gar nicht mehr machen muss. Höllenhexe-Töter, nice. Muss ich ja eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich die dazugehörige Trophäe bereits freigeschaltet habe. Aber trotzdem nett zu sehen, dass es immer noch einigermaßen leicht von der Hand geht. So. Zwei Schnitte, zwei Kills. Ich muss sagen, es ist schon ein Badass-Gefühl, wenn ich so mit einer geschulterten Sense durch die Gegend laufe, oder? Guckt euch das mal an. Ah, hat schon was. Ne? Natürlich habe ich das Kusarigama auch gemocht, solange ich es geführt habe, so ist es nicht. Aber meine Fresse, ist die Glefe in ihrer hohen Stellungsform. Ja, meine Fresse, ist die Glefe in ihrer hohen Stellungsform badass. Das sieht schon mega aus, oder? Achso, ich soll in diese Richtung weitergehen, da... Okay. Mit anderen Worten, das hier wird optional sein, alright. Servus. Kyoki-Jäger. Wow. Welche Drecksau. Bam. Und geil. Ich habe reinigenden Pfeile erhalten. Oha.
Und das hier werden wir auch noch einmal entzünden, weil wir es können. Ich nehme mal an, ja, die lässt sich nicht öffnen, habe ich mir gedacht. So, das dunkle Reich ist schon mal beseitigt. Hallo. Klopp, klopp. Nix. Schade. Nun. Ah, da sind die. Perfekt. Oh. Lecker Schmecker. Upsa. Erstmal alles hier in den Nebenräumen erkunden. So. Das hier zünde ich auch nochmal an. Die Sau. Voll geil. Der wollte gerade eine Feuerbombe schmeißen, um zu verhindern, dass ich diese Feuerschale anzünde. Finde den Fehler. Ne? Da ist irgendwo eine Logiklücke versteckt. In diesem Satz. Ich überlasse es euch mal, das herauszufinden, ne? Kriegt ihr schon raus. Gut. Ah, noch einer. Okay, ich habe das Gefühl, ich soll doch hier unten... Nee, doch nicht. Okay. Sackgasse, stimmt ja. Oh. Großer Babystein. Das ist, eine Kombination von Wörtern, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie mal so zu Gesicht sehen bekomme, dass ich sie mal so zu Gesicht bekommen würde, und die mich ehrlich gesagt sowohl verwirrt als auch besorgt. Nehmen wir mal an, hier komme ich dann ja wieder hier genau beim oberen Stockwerk raus. Jetzt muss ich nur schauen. Ah, okay, okay. Okay. Interessant. Ich könnte wieder zurück, wenn ich denn wollen würde. Wait. Oh. Ja, gut. Oder ist das ein neuer, das ist doch kein neuer Schrein, oder? Glaube ich nicht. Ups. Natürlich. Schön nach unten und den Loot mit sich reißen. So, der war schon geschwächt. Durch das Auflösen des dunklen Reiches. Hi. So, dann. Und eine Rolle des Dämons auch noch. Okay. So. Okay. Damit dürfte ich hier oben alles haben. So, wo hat sich jetzt der eine Gaki hier hin, hier unten hin verzogen? Da ist er. Ist an Ort und Stelle stehen geblieben. Das ist ja nett. Das erspart mir die Mühe, ihn zu suchen.
Also. Ist das nicht der gleiche, den ich schon... Ja doch. Das ist definitiv der gleiche. Ich war schon drauf und dran, daran jetzt zu beten. Aber das weiß ich nicht, ob das... Ob sich das jetzt so lohnen würde. Also ich hätte von Anfang an schon in das obere Stockwerk eindringen können und hätte die kleineren Gegner dort platt machen können, aber natürlich unter erschwerten Bedingungen. Hätte nicht viel gebracht. So, was ich jetzt eigentlich gucken wollte, die neuen Gegenstände, die ich gerade eben eingesammelt habe, nach Typ sortieren. Schauen wir mal. Es war ein heiliger Pfeil und dieser Babystein. Wo sind die denn einsortiert worden? Ganz unten? Scheinbar tatsächlich, da unten sind sie. Großer Babystein, eine große Geistersteinmasse, die von einer Ubume im Arm getragen wurde. Der Stein wurde so lange in Ehren gehalten, dass er die intensiven Gefühle der Ubume ausstrahlt. Okay, das erklärt schon mal die Form. Und reinigender Pfeil, ein Pfeil, der die Macht besitzt, böse Geister zu verbannen. Es heißt, der Pfeil bringe Yin und Yang des Ziels wieder in Einklang. Um diesen Pfeil einsetzen zu können, sind Wissen über Onmyo-Magie und großes Geschick als Bogenschütze nötig. Außerdem uralte Texte, Rabenflügelgewehr, weiße Fuchsmaske, Yoshitsunes Rüstung, Benkeis Rüstung. Da sind noch die paar Seelenkerne, die ich noch nicht umgewandelt habe. Okay. Damit weiß ich schon mal, was hinter den Gegenständen steckt, die ich gerade eben eingesammelt habe. Okay. Großer Yokai-Nebel vor mir. Down. So schnell kümmert man sich um einen Yokai-Nebel-Gegner. Easy. So, das wird mit Sicherheit wieder eine Sackgasse sein. Noch was? Nö. Go, go, go. Hi. Hab ich ihn erwischt? Ja, ich glaube schon. Maximale Vertrautheit für Drachen. Oh. Maximale Vertrautheit für Drachenschwert erreicht. Ups. Das brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr. Naja, ist ja nicht schlimm. Dass ich es noch aus Versehen ausgerüstet hatte, hat ja jetzt keine große Auswirkung gehabt. Diente ja einfach nur dem Zweck, die eine Trophäe bei Tsuchigumo zu bekommen. Ah, nächster Schrein. Praktisch, genau richtig. Weil meine Magie-Gegenstände langsam aber sicher zu Neige gingen. Passt also perfekt. Ah ja. Wenn das mal nicht wieder der Ort des letzten Gefechts für diese Mission ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht so verdächtig danach aus. Lass mich diesen Bogen einsetzen. Be my guest. Setzt du den heiligen Pfeil ein? Ich glaube, das war ein Glück, ne? Du hast mein armes Kind gefunden, ich biete dir meine Hilfe an? What? Alter! Nix da!
Boah. Ich habe jetzt gerade eben echt Hilfe von einer Ugume bekommen. Die ist nur kurz dahin gespawnt, um ihren Schrei loszulassen und weg war sie wieder. Krass. Boom. Alter, was zur Hölle. So, auseinandergerissen. War es das schon? Scheint so. Also ich denke mal, der Babystein ist jetzt weg, oder? Nee, ich habe ihn noch. Okay. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die heiligen Pfeile oder den heiligen Pfeil, den hat mein Begleiter gerade eben eingesetzt, um die Flammen zu entzünden. Und der große Babystein hat dazu geführt, dass kurz eine Ubume zu meiner Unterstützung gerufen wurde, anstatt dass sie sich gegen mich stellt. Wahrscheinlich wäre sie meine Gegnerin gewesen, hätte ich den Stein nicht eingesammelt. Also mit anderen Worten, dieser letzte Fight, ja, wobei, ob es der letzte Fight ist, wissen wir noch nicht. Aber zumindest wurde ein Kampf im DLC dadurch erleichtert, dass wir die beiden Gegenstände gesammelt haben. Was ich an sich schon mal ganz nice finde. Ist ein gutes Prinzip. Einfach nur, hi. Ich lege gerade den Kopf genauso schief wie der Typ. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet? Okay. Also war es doch der letzte Kampf, den wir uns jetzt durch die beiden Gegenstände erleichtert haben. Ist doch cool. So ein Prinzip mag ich, ehrlich gesagt. Oh, 道が開けようかもな。 Alright. Krass. Ja, wie gesagt, vom Prinzip her hat mir die Mission auf jeden Fall sehr gefallen. Schöne Sache. Nun. Das hast du gut gemacht. Dann war diese ominöse Gestalt, die sich mit den Yokai auf dem Palastgelände herumtrieb, also nicht der Unheilsbote des befürchteten Schreckens. Aber dem Tonfall nach dient sie schon lange der Dunkelheit. Tja, vielleicht sorgt das Schicksal dafür, dass sich unsere Wege ein weiteres Mal kreuzen. Okay. So, im Interim ist nach wie vor noch nichts Neues. Wir nehmen uns jetzt nochmal diese Rolle des Dämons vor. Direkt, sobald ich die bekomme, kümmere ich mich am besten schon darum. Ah, perfekt. Hat genau ausgereicht, um die letzten Amrita für das nächste Level Up zu bekommen. Perfekt. Let's go. Was zur Hölle, Alter? So, bevor sie mich verlangsamt. Hi. Was hat er mir denn jetzt für einen Zauber auferlegt? Irgendwie hat er, glaube ich, meine Angriffskraft gerade geschwächt. Ja, eindeutig die Angriffskraft. Oh, Asai Nagamasa. Alter, ey, der Feuerkreisel regelt so hardcore.
So overpowered wie das Ding ist, habe ich fast schon ein bisschen Mitleid mit den Gegnern. Aber auch nur fast, okay? Auch wirklich nur fast. So, was haben wir hier? Was? Seltenheitsübertragungen, Rollenübertragungen. Ah, okay, interessant. Was noch? Unverwundbarkeit durch Ausweichen verlängert, erlittener Elementarschaden bei Verteidigung. Ja, ganz nett. Also jetzt kommt die Nebenmission, der süße Duft der Pflaumen. Das erinnert mich an etwas. Ich habe gehört, dass es irgendwo auf dem Palastgelände einen wunderschönen Pflaumenbaum geben soll, der aus dem Land der Tang-Dynastie stammt. Kirschblüten sind ja schön und gut, aber gibt es etwas Wundervolleres als eine Pflaumenblüte, insbesondere im Sommer? Allein der Duft genügt, um sämtliche Katzensinne zu betören. Wer braucht schon Katzenminze, wenn es Pflaumenblüten gibt? Komm, lass uns diesen Baum finden, bevor ein Yokai ihn ausreißt. Okay. Hochmotiviert. Ich bin dabei. Die Mission, da gehe ich jetzt aber wirklich von aus, wird wohl ein Stückchen länger sein. Oder? Oder gehen wir jetzt auch nur durch zwei, drei Räume und gut ist. Ja gut, die letzte Mission war ja nicht so kurz. Also da, ich will jetzt nicht zu gemein sein. Ich meine nur, ob es jetzt wieder so ähnlich ist wie bei der Mission, wo wir in der Unterwelt am Anfang des Parts antreten mussten. Welche im Prinzip auch nur aus einem Raum bestanden hat. Ne, ob so eine Mission wieder werden wird. Okay, sehe ich jetzt tatsächlich gerade keinen Weg, den ich lang gehen soll. Die Tür wird ja wohl kaum zu öffnen sein. Okay, was zum... Oh. Oh, okay. Ich war so sehr auf das Gebäude vor mir fixiert, dass ich dachte, da muss es doch einen Weg geben. Oh. Hi. お前さ、来光姉さんところの新入りじゃねえか。俺も姉さんにお世話になってる藤原の安政ってんだ。よろしくな。ヘブゾ。ここに岩槻の梅の木があるって聞いてな。そいつに用事があるんだ。どうだい。付き合いがてら腕前見せてくんねえか。 Okay, gemeinsam reisen. Fujiwara no Yasumasa. Okay. Solange du dich am Ende nicht als Yokai herausstellst, der den Pflaumenbaum in Wirklichkeit ausreißen will. Ich meine, wir hatten ja schon mal einen Begleiter in diesem DLC, der sich am Ende als Yokai herausgestellt hat. Ich würde mich nicht wundern, wenn das noch einmal passiert. Was haben wir denn hier jetzt? Magatama. Okay. Nehme ich auch mit. Gut. Hi. Oh ja, okay, 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 okay. Wir einigen uns auf unentschieden. So. Das war schlecht. Da hätte ich meine Buffs doch lieber vorher schon aufbauen sollen. Naja. Zum... Oh Mann, ey, ich sehe teilweise echt nur beim Kämpfen Köpfe und Körperteile rumfliegen, ne? Mal hacke ich dem Gegner den Kopf ab, mal ist es ein Arm, egal. Tot sind sie am Ende so oder so, ne? Ich meine, kein Wunder, so krass wie ich hier, ne, wie eine Mischung aus Wind und Sicheln durch die Gegend hacke, wundert es mich nicht, dass dann die Gegner den ein oder anderen Körperteil verlieren. Ja,
Bitteschön. Boah, ihr Alter! Hä? Was? Huch, wo kommt der auf einmal her? Den habe ich gerade eben, bis gerade eben gar nicht gesehen. Bis zu der Sekunde, wo ich ihn aus Versehen anvisiert und angegriffen habe. Huch. Ich meine, angreifen, ich hätte ihn so oder so angreifen müssen, schon klar, aber... Ich habe gar nicht registriert, dass ein Fuchsgeist auch an dem Kampf beteiligt war. Wo ist eigentlich mein Kollege? Wo ist der hin? Alter, das darf nicht dein Ernst sein, Junge. Und ich wundere mich, wo du dich schon hin verpisst hast. Meine Güte, ey. War seine Wegfindung einfach kaputt. Während ich mich hier alleine durch die Gegnergruppen hauen soll. Ich meine, gut. Schaffe ich ja auch. Ist nicht so, als ob ich auf Hilfe angewiesen wäre oder so. Aber still, wenn du mir deine Hilfe anbietest, dann häng halt nicht in der Ecke rum. Oh nein, ich schaffe es nicht, diesen Felsvorsprung zu überwinden, der mir, keine Ahnung, halb, nur zur Hälfte das Schienbein hochgeht. Oh nein, was soll ich nur tun, um dieses schier unendlich hohe Hindernis zu überwinden? Da hat der Feuerkreise gleich beide auf einmal weggebrutzelt. Schön, schön. Hier liegt nix. Da lag ja auch nix. Okay. Dann geht's da weiter. Oder ist da in der Ecke vielleicht noch was? Ein Pfeil. Ein kleiner Pfeil. Da sage ich nicht nein. Schon der nächste Schrein. Wenn ich bei einer Nebenmission schon den zweiten Schrein erreiche, dann klingt das immer so für mich nach, ich bin schon am Ende angelangt. Allzu viel scheint ja vom Level dann nicht mehr übrig zu sein. Soll ich da noch weiter durchziehen? Kommt drauf an. Ist das der Pflaumenbaum? Okay, ja, wenn das Ziel ist, dann ziehe ich noch weiter durch. Da kommt sicher noch ein kleiner Kampf, deswegen wird durchgebufft. Und rein da. Handgepflückte Pflaumenblüten. Mhm. Oh. Okay. Geil, das erste, was er in dem Kampf schafft, ist sich von einem Grab-Move. Ups. Ist sich von einem Grab-Move erwischen zu lassen. Na, supi. Naja, nicht schlimm. Hätte mir auch passieren können. Oh nein, oh nein. Weg mit den Viechern, bevor sie sich noch verwandeln. So. Noch was? Echt jetzt? Das war's. Das glaube ich euch nicht. Wie, und jetzt soll ich wieder zurück? Hä? What? Oh, okay, ich dachte jetzt... Ich habe doch den Pflaumenbaum gefunden. Was will ich noch hier? Kleinen Moment, bin gleich bei dir, ne? Leute. Meine Güte. Bubume-Jäger-Titel. Sehr schön.
War klar, dass das noch nicht alles war. Wow. Es klang fast so, als hätte der Fuchs gerade eben ein Wolfsgeräusch gemacht. Meine Fresse, ist das ein langer Kampf. Eieieiei. Mensch, ey. Mach doch das kleine Viech fertig. Es hatte nur noch ein Pixel Gesundheit. Ich bitte dich. Oh. Was? Jetzt soll ich da rein und weitergehen? Ich dachte, ich wäre durch. Was soll ich denn hier noch alles machen? Okay, wenn die Mission doch noch weitergeht, dann... Sorry, Leute. Jetzt soll ich in die Mitte des Hofes? Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis ich da ankomme. Aber so oder so, dann würde ich an der Stelle für heute lieber erstmal Schluss machen. Und dann sehen wir im nächsten Part, was uns hier noch so alles erwarten wird. So oder so würde ich für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.